Also man hört mich jetzt auch klar, weil da war, man hat ja nur dich gehört, leiser, und mich hat man ja so gut wie gar nicht gehört. Habe ich zumindest gelesen von den zwei amazing Kommentaren. Obwohl Tara hat es mir auch gesagt, mein Kumpel, da sehr leise war das Ganze. Ach so, na gut. Dann, ja, würde ich erstmal sagen, da du ja schon so schön in das Intro reingelabert hast, begrüße ich dich, ja, zum Live-Play zu Day of the Tentacle mit mir, 2.0. Isador und Gramm. Ja. 2.0, muss man sagen. Alter. Letztens war es Tails. Wahre den Schein. Ja, wir sind natürlich perfekt, das ist alles, das war nur ein Witz eben, meinerseits. Isador kennt das. Es lief alles hervorragend perfekt gestern, für die 20 Millionen, die das gestern geguckt haben. Gestern? Wie, gestern war doch Sonntag. Ach so, gestern war Sonntag. Ja, ich musste da arbeiten. Stimmt, jetzt fällt es mir auch wieder ein. Das glauben wir uns eh nicht. Stimmt. Ja, also... Ganz schnelle Erklärung, gestern eigentlich am Montag das Liveplay gewesen, Qualität scheiße, keine Aufzeichnung, von daher machen wir den ganzen Mist einfach nochmal. Wir haben ja sonst nichts zu tun in unserer Richtig. Freizeit. Und wenn wir an der Stelle sind, wo wir gestern Uff gehört haben, dann geht's auch live. Ja, das war absolut unnötig. Ich weiß. Ich wollte nur sagen. Ach so. Na dann? Ja, dann, resume, nee, load, nee. Doch. Ja, doch, resume. Was, apropos, sag mal, hast du noch irgendwelche anderen Ideen, die man so, keine Ahnung, machen könnte? Andere Ideen, die man machen könnte? Nein, ich meine, über was wir vielleicht reden könnten, vielleicht auch. Über was können wir reden? Nein, ich habe mir keinerlei Stichpunktzettel oder sowas gemacht. Das macht meistens der Host der Show und das bist du. Ich bin nur Guest, also ich beantworte dann die Fragen, die du auf deinen Zetteln hast, so nach dem Motto. Du bist mein Thomas Gottschalk und ich sitze auf deinem Sofa. Ja, servus, grüß dich. Sag mal, Thomas, was hast du noch heute wieder Komisches an? Und ich wette... Nein, Moment, der Gramm wettet, dass er dieses Live-Play, Hust, noch nie gemacht hat. Das kann durchaus stimmen, weil ich glaube, ich weiß absolut gar nichts mehr von dem, was wir gestern gemacht haben. von daher wird das ja ein komplettes Blind-Let's Play. Hust. Deswegen lasse ich dich ja quasi mehr oder weniger spielen. Das heißt, du sagst mir, was du tun würdest, weil ich kenne das Spiel auswendig. Mehr oder weniger. Genau, ich sag, was ich tun würde und du machst was ganz anderes. Das klingt nach einer guten Methode, oder auch nicht. Oder auch nicht. Hauen wir erstmal rein ins Intro. Jo. Lucas Arts Entertainment Company. Schönes Husten, wa? Ich bin durstig. Ich glaube nicht, dass du das trinken solltest. Es sieht ungesund aus. Ja, natürlich, ne? Blödsinn. Würdest du so eine grüne Pappe saufen? Großartig. Andauernd. Ich habe hier sogar sowas neben mir stehen. Bitterlemon, es ist auch so grün. Ich bin mir gerade unsicher, ob ich das trinken soll, aber... Als könnte ich... Ja, na, vielleicht kriegst du ja... Du hast ja als könnte ich... Oh mein Gott, ein zweites Paar Arme. Hey, dann könntest du vielleicht ja... Dann fühlst du dich vielleicht ja auch so wie er gleich. Als könnte ich... Moin. Boah. Ja, die Special Effects, ne? Das ist atemberaubend. Sowas gibt's heute nicht mehr. Heute nur so Low-Budget-Effekte und sowas. Das war noch teuer damals. Ja, aber überleg mal. Weißt du, zwei so eine Stimmelchen und... Sieh mal, Hogi, ein Welt Hamster. Erobern. Genau das, was ich morgen für den Sitzi-Unterricht brauche.
Ich glaube, den brauche ich für die Bändlerwürm. Ja, ja. Du weißt schon, wir könnten ihm den Kopf abbeißen oder so. Gibt es eine Mikrowelle irgendwo in dem Haus? Da kommt bestimmt ein Hamster rein. Hände weg von dem Hamster. Ein Freund von dir, Bernhard? Er gehört dem verrückten Ed Hansen. Sieht so aus, als hätte er was mitgebracht. Und böse und überhaupt und... Und ein Tierquäler. Ja. Er ist von meinem Freund Grüntentakel. Da steht, dass Purpurtentakel zu einem verrückten Genie mutiert ist. Ich liebe das. Und dass Dr. Fred beide töten und will. So. Und ich dachte, ich wäre Dr. Fred und diese verrückten Edisons los. Tja. Aber ich muss wohl nochmal... Falsch gedacht. Zurück zum Tollhaus. Zurück zum Anwesen des Wahnsinns. Ja, Maniac Mansion, der Original. Noch Pixliger im Spiel. Also so richtig schön Monkey Island 1 Grafik. Ja, die war auch geil. Also ja. Das ist... Natürlich nicht zu vergleichen mit Crysis oder dergleichen Titeln, aber es hatte was. Es hat die Fantasie noch richtig angeregt, wenn das so pixelig war. So moderne Titel, da hast du halt was vor dir, aber das regt die Fantasie nicht wirklich mehr an. Die pixeligen alten Titel da, Gothic oder sowas, das war noch, da hat man noch gedacht, oh, die sind pompös, diese Rüstung, obwohl das nur ein Pixel offen war. Die heutigen Spiele, da tauchst du ja so dermaßen ein, da brauchst du ja keine Fantasie mehr. Aber ich kenne ja noch ein anderes Spiel, was ich früher auch mal gezockt habe. Welches? Auch so schön in der Pixelgrafik. Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Habe ich nie gespielt. Ich habe keins der Indiana Jones Spiele gespielt. Das war mein erstes und einziges. Echt? Ja. Okay. Ging halt darum, Indiana Jones spielt ja so zur 30er Jahre, glaube ich, 30er, 40er. Ja, Nazi-Weltkrieg. Ja, genau. Und da geht es irgendwie darum, bei ihm wird eine Statue, also in der Universität soll für jemanden eine Statue raussuchen aus dem Archiv. Und diese wird ihm dann geklaut, quasi vor seinen Händen. Von einem Deutschen, richtig. Ja, ist auch immer. Meistens Indiana Jones gegen die bösen Nazis letztendlich, also. Ja. Es ist. Ja. Okay, wir schwärmen aus. Laverne, du sicherst den Bereich hinter diesen Doppeltüren. Haugi, du kümmerst dich um den ersten Stock. Und ich mache hier die Kommandozentrale. Wonach suchen wir eigentlich? Wir müssen rausfinden, wo Dr. Fred die Tentakel festhält. Hoffentlich dauert das nicht lange. Ich habe morgen meine Anatomieprüfung. Und ich muss nachher noch einen Auftritt vorbereiten. Wenn ich zu spät komme, kann ich das Schlagzeug nicht testen. Ganz wie ich Dr. Fred kenne? Egal. Hat er den Tentakel in seinem Geheimlabor? Ich hätte mir den Namen raussuchen sollen. Wie hieß der Hauptcharakter von Brutal Legend? Wo ist sein Geheimlabor? Gute Frage. Ich weiß, dass Jack Black ihn gesprochen hat. Ja, Jack Black war der Sprecher. Auch quasi als Pate für das Aussehen so ein bisschen stand. Ja. Ist der nicht auch Jack? Nein, ist ja auch egal. Das weiß ich nicht. Ja, sag an. Du bist... Ja, willkommen. Jetzt beginnt das eigentliche Spiel erst. Ja, ganz schön lange. Naja, das ist schön. Damals waren die Intros noch halt relativ lang. Ja, heute wirst du irgendwo reingeschmissen und... Ja, heute sind es 2 Minuten Intros, da passiert kurz was und dann was. Da sind doch so ein bisschen... Und da waren noch epische Geschichten erzählt worden, wie hier mal gesehen hat, da mit den Tentakeln und so. Aus welchem Jahr stammt das Spiel? Weißt du das zufällig? Nee, das weiß ich leider nicht. Das war vor meiner Gaming-Zeit. Vor deinem... Ja, gut. Ich bin auch schlecht vorbereitet, gebe ich gerade zu. Also ich glaube, mein erster Titel, den ich aktiv am PC gespielt habe, was heißt aktiv, den ich am PC gespielt habe, an einem PC meines Vaters, war Lemminge, das erste. Ja, Lemminge. Ja, von daher ist das da komplett an mir vorbeigegangen. Naja, immerhin. Mein erstes Spiel war, du wirst lachen, Lego Insel. Lego Insel, das habe ich dann auch später gespielt. Das ist so geil. Also die allererste, wo du noch auf dieser kleinen, begackten Insel bist, wo du in dieser Steinklauer oder Steinbrecher, wie hieß er? Ja, Steinbrecher ist das. Steinbrecher kam und... Das ist eins der geilsten Spiele überhaupt gewesen, für meine Kinder zumindest. Also das hat mich geprägt. Ich habe stundenlang dieses Spiel gespielt. Ja. Wenn man jetzt überlegt, beschränkte Möglichkeiten, aber damals, es war...
Lego, es hat sich von alleine bewegt und man war drinne. Also, was will man als Kind mehr? Ja, das ist halt die Faszination. Als Kind bist du leicht zufriedenzustellen. Guck mal, gib mir dem Kind ein Überraschungsei. Es hat stundenlang was zum Spielen. Ja. Fertig. Wenn ich heute ein Überraschungsei kriege, dann, oh, Schokolade, oh, Aluminiumkugeln, schieße ich hier durch die Gegend vorbei. Und dann stelle ich die Figürchen hier neben mich ins Regal und gucke die an und ja, so, was mach ich jetzt? Ja, so, dann, ne, nu, wir quatschen sonst hier noch dusselig. Ja, ich merke schon. Was ist denn das da vorne, da vor dem Tresen auf dem Fußboden für Mucht? Ja, Kaugummi. Pfefferminz, meine Lieblingssorte. Pfefferminz. Kannst du den abpulen, pull mal ab. Ich habe Hunger auf ein bisschen Kaugummi. Oh, es klebt am Boden fest. Wohl eher nicht. Am Boden fest, na gut. Klingel mal, vielleicht kommt da ja irgendjemand, weiß nicht, und... Nett. Ja, nett, nicht angucken, klingel. Bling! Okay, es kommt keiner. Warum kommt keiner? Schlechtes Personal. Ja. Tja. Da gucken wir bei dem hier Out of Order Ding. Es ist ein Telefon. Da. Ja. Ist da was unten drin? Ist das, oder ist das nur einfach nur schlecht gezeichnet da? Bei sieht dem, kaputt aus, aber da ist irgendwas Geld in Münchacht. Oder rauskommt wieder. Weiß da ist was in Münchacht, guck mal. Groschen, Geld, juhu! Ja. Schon der erste Groschen zur Million. Früh übt sich. Richtig, früh übt sich. Ja, mal sehen. Was haben wir noch? Wir haben eine schicke Uhr und aber da Bildschirm zuvor oder ein Bild zuvor. Damals war es ja alles noch mehr oder weniger in Bilder eingeteilt. Das da. Was haben wir? Da guckt hier, was denn das hier vorne? Ist das eine Schaufel oder ein Zettel? Sieht so aus, als käme es aus einem örtlichen Haushaltswarenladen. Na, soll ich mal nehmen? Ja, nimm mal. Es ist aus Georges Haushaltswarenladen. Boah. George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger im Keller haben sollte. Einen Staubsauger im Keller haben? Ob die einen Staubsauger gekauft haben? Gibt's da irgendwo eine Kellertreppe hier, Office? Oh, ist das vielleicht im Keller? Im Kellerzugang des Office? Können wir ja mal reingehen, ne? Sieht nicht nach Keller aus. Nee. Aber guck mal hier. Da, Feuer! Wow, aus meinem Lieblingsfilm. Ich bin dein Vater. Immer mit, ich will ihn haben. Ich habe davon drei Stück zu haben. Hast du schon genug? Ja, man kann nie genug haben, also... Guck mal, da liegt was. Da liegt... Oh, Schweizer Sparung, mitnehmen. Dr. Fred hat nicht einen Pfennig. Na toll, gar nichts drauf. Schweinerei. Sieht aus, als ob Dr. Fred eine gepuderte Perücke trägt. Irgendwie hübsch. Aber ich bin froh, dass er seinen Haarverlust akzeptiert hat. Ja gut, ich weiß nicht, wie er aussieht. Die Bilder sind immer sehr pixelig. Was sind da? Na, genau, da ist Schublade. Da gehst du auch schon mit der Maus rüber, du... Profi, du! offen und... Was das ist eine frische Korrekturflüssigkeit. Leer. Sonst noch was im Raum? Nö, sieht nicht so aus. Ich sehe zumindest nichts. Kannst immer darauf achten, richtig im Bild zu stehen. Richtig im Bild zu stehen. Ja, die Kamera. Ja, für Überwachungsstadt und so, ne? Ja, wir wissen schon. was gibt's denn noch Schickes hier? Schack die Pflanze, oh mein Gott. Schack die Mörder. Ein gartenbaulicher Albtraum. Gartenbaulicher Albtraum. Rede mal mit Chuck. Ich soll mit Chuck reden? Ja, mit Pflanzen soll man immer gut zureden. Rede mit geht aber nicht. Schade. Hätte ich jetzt erwartet, so, weil es heißt ja auch, man soll mit Pflanzen reden, damit sie dann besser wachsen und so. Geht wohl nicht, ist kein Pflanzen, hat keinen grünen Daumen. Sieht nach einem Informationsstand für Touristen aus. Ja. Okay, so. Ich sehe nichts. Kann man da hinten bei Welcome... Nee, da ist ja die Troller, glaube ich, rein, oder? Ja, da ist die Troller rein. Okay, dann wird aber keine sein. Kann man wieder rausgehen? Ich gehe hier nicht weg, bevor ich die Tentakel gefunden habe. Okay. Ja, du musst ja nur im Internet aufmachen, da findet er bestimmt irgendwo ein paar Tentakelseiten, aber egal. Ich glaube, damals gab es noch kein öffentliches Internet. Was? Solche Nerds haben das doch erfunden. Ja, aber ich glaube erst ein bisschen später. Zu wann spielt das? Ja, ich glaube so zu der Zeit, als das Spiel auch erschienen ist, ne? Okay, wann ist das Spiel erschienen? Gute Frage, ich meine, du könntest ja mal nachgucken. Nebenbei. Ich könnte mal nachgucken, mal gucken wir mal. D-O-T-T. Dot. Ja,
Day of the Tentacle. Ist ein 1993 erschienenes Point-and-Click-Adventure von LucasArts. Wer hätte es gedacht? 1993, Mensch, da war ich 4. Doch so jung. Doch ich so war jung, schon 6. Ja. Oder ich wurde 6 in dem Jahr. Haha, musstest du Schule. Oder nee, warst du nicht? Ich bin mit 7 gegangen, also 94. Ja. Warst du ja immer älter als deine Mitschüler? Nö. Wir haben alle so in den Dreh. Okay. Na gut. Ja, ist heute, da waren ganz wenige, die 6 waren, deswegen. Ach so, ja gut. Als ich zur Schule gegangen bin, da waren so immer alle genauso zock und ordentlich. So. Da mit der Uhr. Was sagt die schicke Uhr? Die sieht irgendwie komisch aus. Irgendwas stimmt nicht mit dieser Uhr. Irgendwas stimmt mit dieser Uhr nicht. Mach mal auf, vielleicht ist da so ein Geißlein drin. Ein Geheimgang. Geißlein. Das ist fast schon zu einfach. Ein Geheimgang. Runter, runter. Okay, abwärts. Au. Laverne, wie bist du nach oben gekommen? Ich bin oben? Ups. Hast du Tentakel gesehen? Was sind Tentakel? Oh, nur etwas, das ich in meiner Freizeit erfunden habe. Gute Tiere, eigentlich. Eigentlich. Bis einer von ihnen versuchte, die Welt zu erobern. Ich musste die beiden im Keller fesseln. Gut, dass sie uns das gesagt haben. Ja, Bernhard wollte, dass wir sie befreien. Zum Glück seid ihr nicht so blöd. Sagtest du Bernhard? Okay, ihr seid frei. Danke, Bernhard. Ja, danke, du naiver Mensch. Jetzt bin ich frei, die Welt zu erobern. Warte. Du guckst eindeutig zu viel Fluch der Karibik. Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Er ist unglaublich böse, oder? Ich versuche ihm das auszureden. Ich kenne ja noch einen guten Piratenfilm. Der ist ja anders. Ach, welchen Schaden könnte ein verrücktes, mutiertes anders. Tentakel schon anrichten? Am anderen Ufer oder Thomas anders? Verdammter Mist! Ist das nicht beides das Gleiche? Dr. Fred! Was hast du diesmal wieder gemacht, du neugieriger Milchtoast? Jetzt ist Purpur Tentakel frei und kann seine Macht benutzen und die Welt erobern. Handelt es sich um bei dem die Menschheit zu versklaven. Ups. Oh mein die einzige Hoffnung ist jetzt, genial. Meine Matschmaschine auszustellen. Ich habe ihn geguckt, aber Muppets und zu verhindern, dass das Mutagen in den Fluss gelangt. Okay. Und richtig ist es ein bisschen zu spät, der aktuelle Muppets-Film, der. Sicher. Den wollte ich auch noch gucken, ja. Deswegen müssen wir das schon gestern machen. Ab zur Zeitmaschine. Den wollte ich auch irgendwann mal gucken. Der ist richtig gut. Ich hab mir den angeguckt, habe mir gleich die DVD bestellt. Das ist deine Schuld, Bernhard. Achtung, so Kinder, der Kron und John. Richtig gut. Kannst du Bernhard nicht alleine schicken? Nein, ihr müsst alle gehen, um die Chance zu erhöhen, dass wenigstens einer überlebt. Ja, das sind schon mal irgendwelche Leute hier drin verletzt worden? Natürlich nicht. Das ist das erste Mal, dass ich es mit Menschen ausprobiere. Bitte lächeln. So weit, so gut. Bernhard, komm her, damit ich dich schlagen kann. Das muss dieses Woodstock sein, von dem Mutti und Vati immer reden. E ist gleich M mal C Quadrat. Na, von wem ist das? Was soll das alles bedeuten? Ich weiß nicht, ich will es nicht wissen. Die olle Alte. Sterbt! Wir werden das gestern wohl nicht erleben. Ich bin mir sicher, Dr. Fred hätte das nicht getan, wenn es nicht sicher wäre. Schließlich ist er ein Doktor. Es funktioniert. Ich kann es nicht glauben. Ha, und da sagt man, ein imitierter Diamant würde nicht reichen. Ist mir jetzt gar nicht, wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen, wenn du mich nicht drauf hingewiesen hättest. Übrigens, du hast was kaputt gegangen. Ja, Entschuldigung, ich war's. It's cool. So macht man das. Richtig. Ich meine, was gibt es alles für coole Zeitmaschinen, ja? Da halt klassisch den DeLorean.
dann irgendwelche komischen Handheld-Geräte. Ja. Und dann Telefonzellen. Telefonzelle, genau. Ein Whirlpool? Ist das eine Toilette? Ja, das ist eine Toilette, aber es gibt ich auch noch. Ich hätte doch nicht diese Billigjuwelen aus dem Katalog bestellen sollen. Ja. Was ist mit Hogi und Laverne passiert? Vorletztes Jahr gab es einen Film. Ich wusste, ich hätte einen richtigen Diamanten kaufen sollen. Leben Sie noch? Soll ich das erklären? Laut meiner Anzeige ist der dicke 200 Jahre in der Vergangenheit gelandet. Auch so ein und die andere hängt 200 Jahre in der Zukunft. Na los, bringen Sie sie zurück. Zwar die. Werde ich ja, sobald ich einen neuen Diamanten habe. Dann müssen deine Freunde nur noch ihren Con und John anschließen und. Anschließen? Wo soll Hogi denn eine Steckdose finden? 200 Jahre in der Vergangenheit. Und zack sind sie in der Vergangenheit in ihrem Körper. Tja, nun. Er braucht wohl meine patentierte Superbatterie, was? Später. Tja, aber wo habe ich die Pläne dafür nur hingetan? Würde ich natürlich eiskalt aus. Wie sollen wir Hogi denn die Pläne schicken? Stör mich nicht mit Details, Junge. Hilf mir, die Pläne zu finden. Ist eine verdammte Zeitmaschine. Sie sind hier irgendwo. Das sind solche Filme, die immer sonntags 12 bis 16 Uhr. Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Der Film ist erstens Pläne finden. Wahrscheinlich wird er da auch laufen. Aber zweitens Welt retten. Das ist ein kleiner drittens raus aus meinem Haus. Los geht's! Wusstest du eigentlich, dass sie für Zurück in die Zukunft ursprünglich einen Kühlschrank nehmen wollten? Was viel geiler gewesen wäre als so ein gammeliges Auto, was ja, dann in Massenproduktion gehen sollte, wo allerdings das irische Werk dann pleite gegangen ist, bevor der erste Wagen rausging. Nee, gar nicht, weil es kamen ein paar raus. Ja, es sind ein paar rausgekommen. Aber dann ist das Werk trotzdem pleite gegangen. Ja, so, nur ist es, wollte ich nur so sagen, man hat sich aber gegen den Kühlschrank dann entschieden. Weil man dachte, Kinder würden dann da reinkriechen und würden durch die Zeit reisen wollen. Ja, ist berechtigt. Da gibt es einige Sachen, die passiert sind mit Filmen und Kindern, die jetzt geguckt haben. Stimmt schon irgendwie. Ja, Gut, wie ich gesehen habe eben, hat der Doktor uns dazu verdonnert, Diamanten zu finden, irgendwelche Pläne zu finden und die bösen Tentakel of Evil and Destruction aufzuhalten. Und natürlich das Haus zu verlassen. Ja, genau, ja, gut, das ist... Vielleicht habe ich sie oben. Das vielleicht ist es. Ich sie oben. Ja, sie natürlich. Sind du, oben. Wenn ich irgendeine böse Maschine baue oder so, lagere ich das immer oben, nie im Keller oder sowas. Wo lagere ich was? Also ich sehe jetzt keine Schublade da hinten. Geh mal zur To-Do-Liste. Vielleicht steht da irgendwas drauf, was er gerade macht, irgendwelche bösen Sachen. Es ist Dr. Fritz' Plan für die Superbatterie. Sie ist in der Lage, 1 Gigavolt zu speichern bei einer Ladezeit von 0,1 Sekunden. Wow. Nur 1 Gigavolt? Keine 1.21 Gigawatt für den Fluxkompensator? Was ist das für eine geile Maschine? Drück mal den Knopf. Warte mal, wir nehmen erstmal die Pläne. Ich habe die Pläne. Achso, hast du mir. Schnell! Oh, warum wir müssen ist der nicht drin? Warum? Wie kommt der jetzt dahin? Wie wollen Gute Sie Frage. Das machen? Meine genialen Superbatteriepläne, bitte. Und weg. Sie haben sie wirklich weggespült. Ja! Durch die Toilette. Nein! Nein! Durch die Zeit! Mit Hilfe der Zeitfluss-Strudelkammer, die ich in jedes Chrono John eingebaut habe, kann man kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Hallo? Dr. Fred? Können Sie mich hören? Mist! Haben Sie etwas gehört? Nö. Mal sehen, ob die Hieser noch etwas merkt. Na prima. Ich sitze in der Kolonialzeit fest, die Tentakel übernehmen die Welt und die Toilette kommt hoch. Hogi! Komm hier rüber! Komm hier rüber! Hier ist dein alter Kumpel Dr. Fred. Dr. Fred? Wie bist du da reingekommen? Ich möchte, dass du die Pläne nimmst, die da in der Schüssel schwimmen, Hogi. Bring sie zu Red Edison. Er ist mein Urgroßvater. Er wird wissen, was zu tun ist. Kommt das hin mit 200 Jahren? Du brauchst die Pläne für eine Superbatterie, um deine Zeitschüssel daran anzuschließen. Wenn man vom... Wenn du meinst, Bernhard. Guter Junge. Hat er Erfahrung mit Elektronik? Okay.
Tja, ich sah mal, wie 3000 Volt direkt durch seinen Kopf ging, ohne dass er mit der Wimper zuckte. Wurde er da nicht bewusstlos? Nun, er war schon bewusstlos, als das passierte. Was passiert? Zeit für mich, die Welt zu retten. Yeah. Yeah, fuck yeah. Sollen wir nämlich... Was ist das da? Das da? Ja, Dosenöffner. Warum hat er einen Dosenöffner in der Tasche? Wer weiß. Warum habe ich jetzt den? Achso. Das ist ein anderes Pläne. Was ist das daneben? Der komische Bernard oder was ist das? Ja. So, sobald Hogi die Batterie fertig hat, können wir starten. Kann man durch die Zeit reisen? Ich glaube nicht. Wir brauchen immer noch einen Diamanten für den Generator. Und deine Freundin in der Zukunft braucht auch Hilfe. Wenn sie denn noch lebt. Noch lebt? Holt mich hier runter. Ich mag Bäume eigentlich, aber dieser hier könnte ruhig verschwinden. Ja, da haben wir wieder Steuergewalt. Jo, dann, wir müssen immer noch einen Diamanten oder so finden und diverse andere Sachen. Und diverse andere Sachen, ja. Genau. Ja, dann gucken wir uns mal um. Da war so diese komische Maschine, an die Tentakel gefesselt war. Ich hätte sie ja in Käfig gesperrt, aber, was ist denn das? Ja, können wir gleich gucken. So. Das ist, So, nun ist sie aus, aber es ist schon zu spät. Das ist die Matschmaschine. Ach so, genau. Mano, stimmt, ja, der Abfall aus diesem Gerät ist hochgiftig und kann bei Genuss Illusionen hervorrufen. Entschuldigung. Kannst du mir was von abfüllen? Das will ich unbedingt haben. Egal. Da reden wir hier mal mit dem Professor. Vielleicht weiß er irgendwelche Infos. Warum sollte der da Dr. Kaffee? Fred! Weiß ich auch nicht. Hier im Smalltalk, die drei, eindeutig. Wie läuft das Geschäft bei den verrückten Wissenschaftlern? Nicht allzu lukrativ. Hauptsächlich leben wir davon, unser Hotel zu vermieten. Davon und von Ednas Trinkgeld vom exotischen Tanzen. Okay. Ich will gar nicht wissen, wer Edna ist. Sie bekommen noch wunde Hände, wenn sie sich weiter... Sie bekommen noch wunde Hände, wenn sie so weitermachen. Tut mir leid. Liegt am Kaffee. Vielleicht sollten Sie entkoffeinierten Kaffee trinken. Nein. Dann schlafe ich ein und die Träume kommen wieder. Okay. Die Träume kommen wieder. Jetzt ist, also ich träume normalerweise auch von schönen Sachen, aber darauf gehen wir jetzt nicht näher ein. Dann müssten wir das nämlich rated 21 machen oder so. Sau. Wir müssen etwas unternehmen. Wir müssen etwas unternehmen. Was schlägst du vor? Kein Diamant für die Zentraleinheit. Keine Kraft für die Zeitschüsseln. Kraft ein mutiertes Monster. Stromert draußen rum, erobert die Welt. Ein schwarzer Tag für die Forschung. Warum können wir die Zeitmaschine nicht so reparieren? Genau. Warum einfach können wir so die Zeitmaschine nicht so reparieren? Film und es braucht und einen ganz neuen Diamanten. Wo kriege ich nur das Geld dafür her? Wo hat er den alten her? ja, keine Ahnung. Gebäck verkaufen! Oh Gebäck ja, verkaufen. Komm, wir packen 3 Trillionen. Weißt du überhaupt, wie viel ein Diamant kostet? 2 Monate Gehalt vom Stallburschen? 2 Millionen Dollar! Hey, doch, so teuer. Also, haben Sie das Geld oder nicht? Nun? Ich habe von der TV-Show nicht so viel Geld bekommen, wie angenommen. Wir mussten unsere Villa wieder als Hotel vermieten, um etwas Geld zu verdienen. Ja. Wenn ich nur den Vertrag rechtzeitig unterschrieben hätte. Was für ein Vertrag? Vertrag, ja. Welchen Vertrag? Nun, nach dem Vorfall, wo ich von dem Meteor aus dem All gesessen war, das ist übrigens hatte jemand beschlossen, eine Show zu machen. Okay. Aber sie haben uns nichts bezahlt. Ja. Alles, was wir bekamen, war dieses Videospiel. Wow, das war ein Bestseller. Ja, ich hatte aber vergessen, den Vertrag zu unterschreiben. Ich habe ihn immer noch oben liegen.
Ja, wenn der oben ist, dann hier hoch oder zeichnen. Holen Sie den Vertrag und zeichnen Sie ihn ab. Ich habe die Kombination vergessen. Aber das ist so blöd, Dr. Fred. Ich weiß. Ich habe wahnsinnige Albträume deswegen. Jede Nacht träume ich davon, den Safe zu öffnen. Aber da ist nur etwas Schreckliches. Immer und immer wieder. Nacht für Nacht. Trinken Sie deswegen so viel Kaffee? Ich habe seit 2 Jahren nicht geschlafen. Ja. Okay. Okay. Der erstaunlich lebendig aus, für 2 Jahre nicht mehr schlafen. Wir müssen etwas unternehmen. Okay. Ja, was wäre denn das Wir müssen etwas? Einen neuen Diamanten finden. Keine Ahnung. Ich würde zum Beispiel anfangen, den Fluss zu säubern. Einfach was mal damit wäre, wenn wir den Fluss säubern? Ich könnte ja meine Matschmaschine ausschalten. Ja, hast recht. Um 21. Aber es ist zu weit. Spät. Hey, das Gute ist, wir brauchen keine Weihnachtsgeschenke. Eine Maschine, deren Aufgabe es ist, giftigen Matsch zu produzieren. Man kann kein Hightech-Labor wie dieses haben und dann ohne giftigen Abfall. Die Weltuntergangstickets, hallo? Lachen. Jeder Mensch auf der Erde hat Platz in der ersten Reihe beim Weltuntergang. Ja, also. Nee, wie war das? Nee, Quatsch, in einem Bunker oder so ähnlich sowas verkauft. So nach dem Motto, ja, und da gibt es Verpflegung bis, wie hieß es? Bis ins neue Jahr hinein, so Mitte Januar, so würde Verpflegung da sein für die alle. Und wenn der natürlich ausbleibt, der Weltuntergang, dann verfällt das Ticket. Und man kriegt sein Geld zurück. Okay, ich würde da eine riesen Silvesterparty drin machen. Wie wäre es damit, Purpurtentakel zu fangen? Er ist schon lange weg. Vielleicht übernimmt er gerade die Welt. Kühe umgeworfen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist, oh, mach das Bild. Oh nee, das ist grausam. Ich muss jetzt die Hand davor halten. Sprechen wir alle Englisch, denke ich. Gibt es nicht irgendetwas, was wir machen können? Englisch, Den Diamanten einkaufen. Sag Bescheid, wenn du den Diamant hast. Bescheid, wenn du den Diamanten hast. Wo kriegen wir den Diamanten her? Was ist da hinten für ein komisches Ding da? Hamstergenerator. Sieht aus wie ein Generator, angetrieben von einer Tretmühle. Okay, ich denk mal, da kriegen wir dann den Strom später her. Jetzt brauchen wir nur noch einen Hamster. Oder wir können den Professor davon überzeugen, dass wenn er noch mehr Kaffee trinkt, dass er in den Generator einsteigt und dann selber da drin rumläuft. Ich glaube nicht. Na gut, ich denke nur effizient. Ah! Was war das denn? Irgendwie ist gerade was vom Tisch runtergefallen. So, jetzt bin ich wieder oben. Und du bist auch wieder oben, wie ich sehe. Ja, geh mal die Treppe hoch. Okay. Wenn wir schon mal da sind. Wenn wir schon mal da sind, da bleiben wir auch gleich hier. Fertig. Wo ist das Papier? Zimmer. Mach mal auf, ich will mal reingucken. Wenn es ein Hotel ist. Okay, nicht ab. Oh, hallo. Wer ist denn dieser freundliche junge Herr dort auf dem Bett? Schlafender Kongressteilnehmer. Lange Nacht gehabt? Ich versuche die Welt vor einem Tentakel zu retten. Eine sehr einseitige Unterhaltung. Netter Raum, den Sie hier haben. Ich mag dieses Bett. Das ist Pimp-Bett. Das erinnert mich an einen Stapel Karten, auf die ich sehr stolz war. Das ist der Love Suite. Mr. Bombastic. Egal. Mit Titten aus Plastik. Ich gehe dann besser. Was ist denn das? Da schläft er auf Socken oder was ist das? Pulli. Kann man den Pulli wegziehen? Meine Oma schenkt ihn mal so an zum Geburtstag. Nimm Pulli. Ich kann ihn nicht nehmen, der Mann liegt da drauf. Übrigens, unten rechts ist eine Kamera. Hallo da oben. Hallo da oben. Schön, ne? Kann man die Schubladen oder den Fernseher anmachen oder irgendwie Schubladen was? Nicht, aber guck mal, Fernseher kannst du gucken. Dieser schöne 4000-karätige Diamant kann schon heute Ihnen gehören für den Wahnsinnspreis von 2 Millionen Dollar. Die Telefonnummer lautet 1800 Star Wars. Yeah. Verpassen Sie nicht diese einmalige Chance. Okay, jetzt wissen wir, glaube ich, mal, wo wir unseren Fernseher unseren Diamanten herkriegen. Jetzt brauchen wir nur 2 Millionen Dollar. Ja,
Wenn das hinten für ein komisches eisengraues Gestell-Dingen Massage ist. Nicht gut drauf? Ja, einfach mal Massagefinger probieren. Okay, das einen könnte entweder ein Vibrator sein oder ein Prostata-Vorsorge-Untersuchungsgerät. Münze. Haben wir eine Münze? Ich schmeiß mal die Münze ein, da. Mal sehen, was passiert. Das Bild wackelt. Oh. Und der Kerl ist gerutscht ein Stück, guck mal. Okay, cool. Aber jetzt liegt er komplett auf dem Pulli, da kommen wir jetzt gar nicht mehr ran. Ja. Mhm. Sag mal, was sehe ich denn da? Guck mal hier hinten an der Tür, da hängt doch was. Da hängt was? Was hängt? Ne, ich sehe... doch! Ja, irgendwie. Genau, jeder Bild sein. Schlüssel mitnehmen. Da ist eine ganze Menge Schlüssel dran. Regel in Click and Point Adventures. Nimm alles, alles mit, was nicht nieten und nagelfest richtig. Ist. Richtig. Ja gut, dann verlassen wir den Raum mal, lassen Fernseher an und Tür offen und so. Ja, vielleicht wird er ja wach. Gehen ins nächste Zimmer, in das R-Zimmer zur ralligen Ronja oder so. Alter. Ich aussehe wie ein Puff bisher. Ja. Ist das so? Sinnlos. Niemand wird sich hier für mein Design interessieren. Also werde ich meine Karriere hier in diesem schäbigen Motel beenden. Wie angemessen. Juhu, Blue! Gut. Also die Pistole will ich denn auch nicht mehr, wenn er das einmal durch den Kopf gezogen hat. Ja. Du weißt, was für ein Ohrenschmalz jetzt da dran ist. Ja, geh mal rein in den Raum. Warum kommen wir denn nicht in das? Ist eine Kette? Kannst du die abmachen? Nee. Wenn das so unten hier, dann warst du eben mit der Zauberin mit. Nett. Liegt rum, nimm mit. übrigens, oben rechts, ja, hinten vorne, was links. Das ist modernster Standard. Ich sitze da unter Kamera. Okay. Das ist modernster Standard. Modernster Standard. Von hier aus kann ich ihn kaum sehen. Siehst du dieses Bild mit den vier spielenden Hunden dorthin? Ich kann es von hier nicht so gut sehen. In England oder so ist das relativ berühmt sogar. Die pokerspielenden Hunde, ja, kommt mir bekannt. Ja, irgendwie so. Ja, kommen wir noch was? Gut, rein können wir nicht. Können wir vielleicht mit dem Knacker reden, so. Ey, Opa! Mama Tuf, wir wollen dich ausrauben! Hallo, wir sind voll ich die bin fiesen Bernhard. Gangster und Abzocker! Und Schläger Dwayne. Und so! Deprimierend, Dwayne. Oder? Dwayne's World, nee. Das war Wayne, nicht Dwayne. Ich weiß. Gespielt von Mike, war das, Michael Myers, genau. Hab ich nie geguckt. Nee, Mike Myers, Entschuldigung. Michael Myers war ja der Psychopathenkiller da. Ja. Puh, du siehst deprimiert aus. Puh, du siehst deprimiert aus. Und sowas. Nee. Was hat dich darauf gebracht, Schlaumeier? Na, Schlaumeier. Die Pistole war der Knüller. Die Pistole war ein richtiger Knüller. Ich habe eine Krise. Kummer ohne Ende. Midlife-Crisis. Ich bin ein Neuheiten-Designer. Ich hatte ein paar gute Ideen. Der explodierende Lutscher, juckende Schwarzpulver, umgedrehte 3D-Gläser und vieles mehr. Nicht? Das Problem ist, niemand mag meine Entwürfe. Ich hab's überall probiert, aber keinen interessiert. Ich wünschte nur, wenigstens einer würde die Sachen gut finden. Einmal nur. Ich mag deine Ideen. Ich mag deine Design-Ideen. Nun, ich meinte nicht dich. Ja, danke, Arschloch. Gern geschehen. Oh nee, darf man dir gar nicht sagen. Nette Musik spielen sie hier. Genau, ja, das ist... Nette Musik spielen sie hier, oder? Fahrstuhl-Medley. Es ist aus der Fahrstuhl-Klassik-Serie. Es scheint so, als ob dieses Lied den ganzen Tag hast läuft. Hast du das Spiel vielleicht doch schon mal gespielt? Ich war nie so deprimiert. Nee, eigentlich nicht. Das ist mir nur gerade spontan eingefallen in solchen Hotels oder so, wenn man durch die Gänge geht, dann ist immer irgendwie dieselbe Musik. Was sagtest du noch, machst du? Ach so. Ich bin ein Neuheiten-Designer. Ja, aber das Problem ist, niemand mag meine Entwürfe. Ich hab's überall probiert, aber keinen interessiert's. Ich wünschte nur, wenigstens einer würde die Sachen gut finden. Einmal nur. Nope. Du bist einfach zu schlecht. Nope, learn to play. Vielleicht kann ich dich aufheitern. Vielleicht kann ich dich aufheitern. Oh, ich kann es kaum erwarten. Ja, Lass uns über Philosophie reden. Och, bitte nicht. Lass uns über Philosophie das reden. Das heitert mich immer auf. Gut, hier ist meine Philosophie. Das Leben ist komplett sinnlos. Yep. Speziell meins. Ja. Endlich ein bisschen, Nietzsche. Ja, es klingt eher nach Nietzsche, was er gesagt hat, würde ich jetzt mal meinen. Nietzsche wüsste bestimmt einiges dazu zu sagen. Wen kümmert's? Philosophen sind alle Versager, richtig, die es nicht geschafft haben, so wie ich. Okay.
Ja, dann bring dich mal weiter um, schlitze die Adern auf, mir egal, vielleicht können wir dann dein Zeug klauen danach. Gut, gehen wir hier mal F zur friedvollen Frieda, nee, das ist ein R, noch ein R. Grün! Ach, guck mal! Grün, ein Tentakel, ach, gefunden! Was machst du hier oben? Nee, halt, wir brauchen den anderen. Tja, ich konnte Purpur nicht stoppen und er ist losgezogen, die Welt zu erobern. Ich habe Angst vor dem, was er mit mir macht, wenn er mich findet. Beantwortet das deine Frage? Ja. Hey! Was gibt's, Bernhard? Ja, was glaubst du? Wie geht es deiner neuen Band? Das klingt doch mal nach neuen Band? Topic, das jetzt wichtig ist. Grüntee und die Sushi-Teigs? Wir machen uns gut. Wir haben uns entschieden, die Qualität unserer Band zu verbessern. Oh. Provokante lyrische Inhalte. Provokative lyrische Inhalte? So. Lautstärke, Mann, Lautstärke. Wir müssen das ändern, um eine Chance gedacht, auf einen Grimm zu haben. Wir nehmen die Pausen raus. Na, solange es nicht der Crimey ist? Der Crimey ist nämlich mal, ist hier der Chef von der Seite. Ah, okay, der Crimey-Preis dann halt. Braucht ihr nicht einen neuen Gitarristen? Ja, ich hätte sogar ein bisschen Zeit, einen neuen Gitarristen zu machen. Ich kann zwar nicht Gitarre, aber... Ja, aber wir haben uns dann für einen Typen entschlossen, der Elektrowerkzeuge spielt. Oh. Dadurch kriegen wir mehr Sound. Jo. Arbeitet ihr an einem Album? Mal gucken, ob ich es vielleicht hier... Ja, wir machen eine CD. Rap auf der Stirn. Da sind ein paar Stücke in der Anlage, wenn du sie hören willst. Oh ja, will ich nachher unbedingt hören. Schon mal im Radio gewesen. Nein, fürs Radio sind wir etwas zu unkonventionell. Aber wir haben viele Fans in der Szene. Ja, großartig. Merkst du, wie er lispelt? Jo. Schön singen. Ja, genau. Wozu die Kiste? Hast du nicht eine Katze? Wozu die Kiste? Hast du eine Katze? Frag nicht. Ich hab aber gerade bestimmt das Tentakel erschwichen. Oh Gott, das ist ja eklig. Wie setzt sich ein Tentakel in ein Sitzkissen? Oh, das ist ganz einfach. Wieder rauszukommen ist viel schwieriger. Okay. Kannst du mit der Bowlingkugel spielen? Nein, Purpur hat sie hergebracht, nachdem er Arme bekam. Er war aber ziemlich enttäuscht, weil er keine Finger hat. Was glaubst du, macht Purpur jetzt? Was glaubst du, was Purpur jetzt macht? Auf jeden Fall. Nun, er will die Welt übernehmen. Ja. Also denke ich mal, er wird etwas Gemeines anstellen. Genexperimente, na gut. Was geht heute tatsächlich in Deutschland? Verkleinerungsstrahl, ja gut, und auch langweilig. Oh mein Gott, alte Frauen, das ist garantiert das Schrecklichste überhaupt. Schmeißt der alte Frau die Treppe runter? Das geht gar nicht. Ich will es nicht beschwören, aber ich dachte da mehr an etwas Politisches. Oh mein Gott! Willst du mit mir die Welt retten, Robin? Willst du mir helfen, die Welt zu retten? Yeah, Batman! Ich habe Angst, den Raum zu verlassen. Ich glaube sogar, dass ich mich nicht vom Fleck rühren kann. Purpur macht mir höllische Angst. Man sieht sich, Grün. Ja, viel Glück beim Weltretten, B-Man. B-Man! Yo. Nicht der G-Man, sondern der B-Man. Ja, was haben wir denn? Na hier, der gibt doch die Anlage. Kann man da von der Anlage irgendwie was anmachen? Komm mal an, genau. Er ist draußen. Wow, das ist laut. Hey, guck mal, die Kotze. Woher weißt du, dass das Kotze ist? Komisch, egal. Was war da gerade? Videoband oder was stand da? Ja. Videoband. Mal sehen, was drauf ist. Vielleicht hier irgendwelche geheimen Star Wars Filme oder sowas. Wahrscheinlich unbespielt. Wahrscheinlich unbespielt, ja. Das Bild wackelt aber. Boah, mir wird schlecht. Hast du zu viel Infos oder was? Nee, du hast ja nichts getrunken. Nein, ich habe nichts getrunken. Das ist nicht gesund. Ja. Da geht's hoch. Gehen wir weiter hoch. Er hat irgendwas von Kameras und oben gesagt vorhin, glaube ich.
Links oder rechts? Nimmst du die grüne oder die rote Pille? Nee, halt, das war blau und rot. Links. Der kratzt sich am Arsch. Ja, mach ich auch immer. Wenn alle zugucken? Oh mein Gott, Schwester Edna. Und Elvis und irgendwas anderes. Elvis? Ach, Entschuldigung. Was ist? Ich habe... Sag mal, bist du nicht mehr Amar Bernoulli? Nein, mein Name ist Freeboot und ich bin ein mächtiger Pirat. Oh, hallo! Du bist vor ein paar Jahren in unser Motel eingebrochen, um deinen Freund zu retten. Warum bist du diesmal gekommen? Na, warum sind wir wohl hier? Ich bin hier, um ihren Videorekorder zu reparieren, Baby. Ich bin hier, um ihren Videorekorder zu reparieren. Mein Rekorder ist nicht kaputt. Lass deine Finger davon. Schön wäre es jetzt, wenn er jetzt so bei dem Satz, wenn sie sagt, ne, ist nicht kaputt und er so einmal ging und doch jetzt schon. Ziemlich gute Ausrüstung haben sie, ja. Das ist ziemlich gute Ausrüstung haben sie. So eine hier. Alte. Verrückte Sitz. Ja, das Überwachungssystem ist das Beste im ganzen Staat. Nicht zufällig ist der DDR geklaut. Nee. Obwohl, das die DDR war... ist nicht. Nicht zu dem, was heute läuft. Ja, nein, also ist der DDR kann es ja nicht sein, weil guck mal, das hier ist Technik. In der DDR wären es ja lauter Menschen gewesen. Auch Technik. Nee, eigentlich mehr Menschen. Ist das ein Plexus 7000 Videorekorder-Dingens? Ist das ein Plexus 7000 Videorekorder? Na klar, mit einem Doppel-Kobalt-Geschwindigkeitsmotor. Nicht anfassen. Fällt auch gerade auf, dass der Text eben aus dem Bild gerutscht ist. Ja, ich... Da habe ich auch irgendwie gewundert. PPL. Vielleicht heißt das auch so, keine Ahnung. Oder hier, die Monitore sind mir sofort aufgefallen. Sind das xenophobe Kristallmatrix-Monitore? Irgendwas. Das sind sie bestimmt. Die sind so klar. Man kann sogar die Fliegen an den Wänden sehen. Nicht anfassen. Okay. Könnte ich damit ein bisschen spielen? Könnte ich wohl ein bisschen damit spielen? Auf keinen Fall. Oh. Tja, Finger weg. Ja, das gut. Berühren der Figuren mit den Pfoten ist verboten. Ja. Wo hast du das jetzt schon wieder her? Weiß ich nicht. Wie geht es Dr. Fred, genau? Wie geht es Dr. Fred? Nun, er ist immer noch besorgt über die finanzielle Situation. Er glaubt, es wäre alles ein Fehler, aber es scheint besser zu sein, seitdem er nicht mehr schlafwandelt. Seit 2 Jahren also. Wie hat er die Finanzen genau. Wie hat er die Finanzen ruiniert? Tja, eigentlich sollten wir Millionen mit dem Computerspiel verdienen, das sie über uns gemacht haben. Aber dieses Genie hatte den Vertrag im Safe eingeschlossen und dann die Kombination vergessen. Gut, das wissen wir schon. Schlafwandeln, genau, was ist so schlimm daran? Was ist so schlimm am Schlafwandeln? Normalerweise nichts, aber wenn Fred schlafwandelt, erinnert er sich an die Kombination vom Safe. Er ist dann im Büro, öffnet ihn, schreit wie eine Katze im Ofen und wirft ihn wieder zu. Irgendwas da drin macht ihm ziemlichen Kummer. Leider war ich nie schnell genug, die Kombination zu sehen, weil er so schnell ist. Ja. Wie hat er es geschafft, mit dem Schlafwandeln aufzuhören? Ja, komm, wie hat er es geschafft, mit Schlafwandeln aufzuhören? Er hat mit dem Schlafen aufgehört. Fred trinkt eine Menge Kaffee. Ich trinke nur entkoffeinierten. Ich habe gerade die Statue bewundert. Ich habe gerade die Statue bewundert. Was? Machst du irgendwas mit deiner Lautstärke oder hast du irgendwie extrem komisch angehört? Sie gehört seit der Gründerzeit zur Edison-Familie. Eine von Freds Vorfahren machte sie. Okay, ich lass sie dann mal weiterarbeiten. Komm zurück, wann immer du willst. Okay, das Lachen ist legendär. Krank, ne? Nee, du bist irgendwie so. Jetzt rauschst du ein bisschen mehr und klingst ein bisschen dumpfer. Ich kling dumm. Wo hast du irgendwas verstellt? Aus Versehen? Ich nicht, nein, ich hab nichts verstellt. Vorhin warst du noch relativ klar und das wurde dann immer. Dann wurde es erst immer heller und dann wurde es jetzt dunkler, bis es jetzt so ist. Ist ja merkwürdig. Aber ich hoffe nicht hier 10 Paar Socken oder so, ne? 10 Paar sind es nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Paar Socken. Strange.
Was ist das denn für eine geile Statue? Ist das hier vielleicht Guybrush Street von, Mächtiger Pirat TM. Verrückt. Ja? Nö. Hey, mir kommt gerade ein ziemlich kranker Gedanke. Na? Junge, lass dich überraschen. Die Fresse von der Alten. Ja, wir schubsen alte Frauen die Treppe hinunter. Ja, ich merke so, du bist ein krankes, krankes Individuum. Ja. Wir haben hier... Oh. Der Fru-Fru-Smaragd wurde gestohlen. Und Abdrücke am Tatort hinterlassen. Komm denn in den Mixer? Gehen wir in die andere Frau. Aber kennst du noch Frufo? Frufo, ja. Von Dr. Oetker mit dem kleinen Raumschiff-ähnlichen Becher? Ja, ja. Schön, ne? Jo, glaube ich auch mal gerne. Ja, habe ich ja auch gebracht. Letztens beim Einkaufen bin ich drauf gekommen und gab natürlich nicht mehr. Ja. Gut. Dann machen wir die rechte Tür hier von, so. Von Onken, von der Firma Onken. Ja, genau. Hey, bist du nicht der verrückte Ed Edison, die alte Nuss? Ja, nun, ich... Moment, kenn ich dich? Natürlich, Bernoulli. Bernard Bernoulli. Ich war schon mal da, klaute deinen Hamster und das Sparschwein. Hm? Da läutet nichts. Aber ich kann mich eh nicht an viel aus dieser Periode erinnern. Mein Psychotherapeut sagt, damals wäre mir etwas Traumatisches passiert, das ich verdränge. Naja, denn? Ich glaube mal, irgendwas mit dem Hamster. Jetzt hörst du dich wieder besser. Hat das mit einem Hamster zu tun? Strange, ja. Alles, was ich weiß, ist, dass ich einen niedlichen weißen Hamster mit Flecken hatte. Jetzt habe ich einen niedlichen braun ohne Flecken. Das macht mich kribbelig und die Albträume sind wieder da. Es geht mir jetzt besser. Ich habe diese schlechten Gedanken nicht mehr. Schlechte Gedanken? Ich sammle jetzt Briefmarken. Ich sammle jetzt Briefmarken. Ich habe auch vorher Briefmarken gesammelt. Ich habe immer noch 3 Alben bei mir liegen. Wow. Aber guck mal, hier, das muss ein intelligenter Hamster sein. Ja, ja, ich habe auch schon gesehen. Nette Sammlung. Ich hoffe, es ist nicht die Bild-Zeitung. Ich denke nicht, dass es die in Amerika gibt. Naja, oder das Äquivalent dazu, wenn du verstehst. Das ist eine nette Sammlung, kann ich sie haben? Ja, einfach mal. Das ist eine nette Sammlung. Kann ich sie haben? Nein! Nein! Ich meine, nein. Die bedeuten mir sehr viel. Manchmal denke ich, sie sind meine einzigen Freunde. Freunde. Süßer Hamster, kann er Kunststückchen? Nein, es ist einfach nur da. Ich hatte mal einen richtig tollen Hamster, aber irgendetwas passierte mit ihm. Oh mein Gott. Was ist denn aus dem Panzer? Was ist aus dem Panzer geworden? Geworden? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Wenn ich es versuche, ist dann nur dieser Blitz und dieses schreckliche Geräusch. Blitz. Der DeLorean hat auch einen Blitz hinterlassen und Geräusche gemacht. Vielleicht war es ja der. Vielleicht war ja Doc Brown und Marty McFly da und haben seinen Hamster geklaut. Was war denn das für ein Geräusch? Keine Ahnung. Ich mal fragen. Was war denn das für ein Geräusch? Es war eine Art Ding! Mein Gott, ich höre das immer im Traum. Ding! Okay. Whatever. der braucht ja wirklich Bewegung. Mal ein bisschen Bewegung. Nun, manchmal benutzt der ihn im Keller zum Arbeiten. Manchmal. Aber dann schwitzt er und wird nass. Und dann wird ihm kalt und er weigert sich zu arbeiten. Dein Vater oder der Hamster? Beide. Machst du dich über mich lustig? Nein, ich... Ich werde sauer, wenn Leute Witze über mich machen. Ich meinte ja nur... Oh, es macht mich wahnsinnig. Ich möchte einfach nur... Ausbannen. Ich will ausbannen. Ist schon okay. Ich okay, hab ja meine Briefmarken. Der Irre. Sind alle deine Hobbys interessant? Man sieht ja auch die große Briefmarke mit dem Herz im Hintergrund. Ja. Ich habe keine anderen Hobbys. Briefmarken sind mein ganzes Leben. Wenn Ihnen mal etwas passiert... Ha. Mir ist gerade ein Gedanke gekommen. Das müssen wir mal... Ja, hoffentlich habe ich dich nicht zu sehr aufgeregt. Tschüss.
Erstmal mit dem Hamster reden, vielleicht kann man mit dem reden oder irgendwas machen. Außerdem will ich wissen, was er für eine Zeitung liest. Er liest das Wall Street Journal. Okay. Das ist keine gute... Zack! Warum hast du den Hamster eingesteckt? Mir war gerade danach. Hey, ist das dann die Matrix? Da blinkt doch was. Oder ist das ein Fernseher oder ein Computer? Ja. Geh mal hin. Vielleicht kann man irgendwie... Pornoseiten besuchen. Nein. Und so. Wieso nicht? Weil dann müssten wir dieses Liveplay umändern in Spiel mich später. Spiel mich später, warum? Was passiert denn dann? Da startet man ein weiteres Spiel mit. Ein weiteres Spiel? Was denn für ein weiteres Spiel? Das Originalspiel Maniac Mansion. Ach, das dann halten? Ja. Okay. Also zumindest da auf der damaligen CD-Version, ob das jetzt heutzutage in diversen Versionen immer noch enthalten ist, kann ich nicht beantworten. Hm? Ja, gut. Aber ich habe eine andere lustige Idee. Guck mal, er hat ja gesagt, dass er sich wahnsinnig aufregt, wenn mit seinem Briefmarkenalbum was passiert. Ja. Oh mein Gott. Du bist ein krankes Individuum. Ja. Hey, möchtest du einen Trick sehen? Sicher. Toll, oder? Meine Pony-Briefmarken. Du hast meine Pony-Express-Marken ruiniert und 5 Jahre Therapie. Raus aus meinem Zimmer! Ui, was für ein Klotz. Er sollte etwas gegen diese... Quatsch! ...negativen hey, Gefühle tun. Und ein... Zahn? Nee, eine Briefmarke ist es. Mitnehmen. Brauch mitnehmen. Eine 20... Was ist sieht so aus, als ob die Tinte jetzt wieder weg ist. Oder? Was? Das ist bestimmt die Pony Express Briefmarke. Ja. Eine 1778 Pony Express Briefmarke. Nicht unbedingt wertvoll, aber unbenutzt. Aber guck mal hier, Briefmarkenalbum ist auch wieder sauber. Ja klar, wir haben hier. Hey, der Fleck ist wieder weg. Ich glaube, ich kann dir verzeihen. Manchmal mache ich komische Sachen und weiß nicht mal warum. Als ob mein Körper von einem perversen, sadistischen Puppenspieler gesteuert würde. Ich gucke jetzt mal eine ganz andere Wir alle Richtung. Haben manchmal dieses Gefühl. Ne? Hm. Trotzdem haben wir noch die Briefmarke. Das ist sehr interessant, dass sie nicht aufgefallen. Nö, die ist ja auch nicht wertvoll. Oh, oh gut, dann gehen wir mal. Jetzt haben wir zumindest schon mal Reichtum von 2 Cent. Okay, da hängt nichts dran. Geh mal hoch, genau. Mal sehen, was noch weiter oben ist. Ich will's gar nicht wissen. Wer weiß, der geheime Pornokeller. Ach nein, der müsste ja auch sein. Ja. Ein Käfig, irgendein komisches... Und eine Tür mit Seespitz. Mach mal auf. Da scheint nichts Gefährliches drin zu sein. Na gut, dann gehen wir wieder runter. Nee, ich würde trotzdem mal reingehen. Wer weiß. Das ist langweilig, wenn nichts... Ein Bett. Es ist nicht ganz das Ritz. Naja. Ist klar. Geh Fenster. Ich sehe das Dach und die Weihnachtslichter. Ich glaube, es war gar kein Schnee draußen, oder? Nö. Nein. Okay. Oh, wie schöne Weihnachtslichter. Tja. Oh, guck mal, hier eine Kurbel. Wir müssen erst den Nippel mit der kleinen Kurbel ganz nach oben. Drehen, jetzt darauf schieben Sie mal deinen Pfeil und da drücken Sie dann drauf. Und schon ist die ganze Sache auf. So eine primitive, aber nützliche Einrichtung, welche Verletzungen durch das Einatmen von giftigem Rauch verhindert. Was zum... Ein Clown! Uhu! Uso, der Clown! Ich habe meine Angst vor Uso nie überwunden. Ich hasse diesen Clown. Ja, ist klar. Ja, da liegt die Knarre, die hat der Typ oben noch auch gehabt. Ein Zigarettenentzünder. Hey, Junge! Du hast die Party verpasst! Der spuckt aber. Sie und der Clown haben eine Party? Quatsch! Hier, letzte Nacht! Hier, auf dem Scherzartikelkongress. Ich sage dir, wir Scherzartikelverkäufer verstehen es, eine Party zu feiern. Aha.
Wissen Sie schon, dass Sie aussehen wie Don Ameche? Das ist komisch. Meine Frau sagt, ich sehe aus wie Geisterpirat LeChuck. Möchtest du eine Zigarre? Oh ja, klar, ich diese geben dicke Sie mir Havana. An zu diesen Havana-Babys. Oh yeah. Okay, jetzt müde ran. Du dachtest wohl, ich puste dir den Schädel weg, was? Tja, du hattest recht. Ja, okay. Erinnert mich irgendwie an Man in Black hier. Jack Jeeps, ne? Hm? Dessen Kopf noch immer nachwächst. Rauchen. Ist ein schlechter Anwohner. Stimmt, der, ja. Oh, der platzt doch gleich, wo lachen wir. Irgendwie will ich den irgendwo runtertreten. Das bringt mich immer wieder zum Lachen. Der sieht übrigens meinem Küchenchef verdammt ähnlich. Ja, okay. Aber der lacht über jeden Scheiß. Vielleicht können wir den mit dem Emo-Typen da, den Emo-Komödien oben zusammenbringen. In irgendeiner Form. Tja. Oh, hallo. Guck mal. Was kann ich für dich tun, mein Sohn? Was? Das Gebiss. Das Gebiss? Ja. Ich muss gehen. Das wackelt da. Wiedersehen, Sohn. Gebiss, ja, nimm's. Okay. Nimm sie in die Hand. Springender kleiner Dussel. Schlüpfriger kleiner Teufel. Schlüpfriger daneben. Kleiner Teufel. Halt still, wirst du wohl? Daneben. Komm schon, ich tu dir nicht weh. Nö, wir wollen dir nicht weh tun. Komm schon, ich tu dir nicht weh. Und dann halt still, ja. Wirst du wohl? Halt still, wirst du wohl? Also daneben. Ich merk schon. Ja, geh mal weiter, vielleicht kommen wir irgendwo hin, wo... Weiß ich nicht. Guck mal, da ist eine Tür. Da wird man da durchlatschen. Ach, die Küche. Guck hier. Hamster, Mikrowelle, sofort! Du kleiner Sadist. Oh ja! Nein. Nein. Oh. Juk konntest du deswegen. Da gab's, glaube ich, im ersten Level war das eine Ratte oder so und die konntest du in die Mikrowelle machen und dann ist sie explodiert. Oh, Feier. Aber ich glaube, wenn du einen Hamster in die Mikrowelle tust, das ist sowas wie wenn du Fieber hast oder sowas, dann gerinnt das Eiweiß in deinem Blut und dann gerinnst du praktisch von innen. Kein schöner Tod. Ey, da ist eine Kaffeemaschine. Hier, da. Nimm mit. Vielleicht ist er dieser auch der. Genau. Braunes Wasser. Na gut, den brauchen wir ja nicht. Und liegt auf dem Tisch, kann man das. Genau. Können wir nehmen, natürlich. Guck mal, hier ist noch eine Tür. Gehen wir mal durch, wa? Nutzt um Maschinen, sondern wenn Dinge sind. Was ich meine, Trockner! Hamster! Trockner! Du willst ihn echt überall reinstecken. Nein. Ja, ich stecke mir gerne Sachen, Nimm ihn in den Mund. Mit Sack. Okay. Kann man ihn in die Spüle stecken, oder was ist das da? Ein Trichter, okay. Das ist eine Waschmaschine. Hamster, ja! Ach, mal. Nein. Nö. Warum nicht? Ach, Mann, das Spiel ist schlimm. Tja. Macht keinen Spaß. Kann ich die Sachen nicht überall reinstecken. Was macht der denn da jetzt? Ja. Gut, dann verlassen wir mal ganz schnell den Raum. So, ich will doch gar nichts mehr jetzt. Schönes, interessantes. Na, dann gehen wir raus, wa? Oho. Hier wummert's noch, die Blatschert oben was rum, was du als Kotze klappst. Wie ist denn das da oben hingekommen? Da komme ich nicht dran. Okay. Können wir mit der Gabel den Popel da abpulen, den Kaugummi? Es klebt wirklich am Boden fest. Okay. Aber gut. Gehen wir mal raus. Jetzt dürfen wir auch theoretisch rauskommen. Aber wir haben ja... Aushilfe gesucht, aha. Mitnehmen. Laborassistent gesucht. Fleißige Aushilfe gesucht, die Genie bei Experimenten hilft. Abitur nicht erforderlich. Okay. Man weiß nie, ne? Man weiß nie. Wer ist das? Das ist, Ted. Und toter Cousin Ted. Das klingt wie von der Adams Family hier, der fette Ed. Das haarige Vieh. Hey, Ted. Hallo, Ted. Gesprächig wie immer, was, Ted? Guck mal, Ted, Fred, Red
Wen haben wir denn noch? Stimmt. Ed Edison haben wir ja auch oben kennengelernt, ne? Junge, ich hab's ich hab dich seit 5 Jahren nicht gesehen. Schweigsam. Du hast dich nicht verändert. Unglaublich. Weißt du, du bist ein bisschen wie mein Freund Hoagie. Okay. Er ist Roadie bei einer Heavy-Metal-Band. Roadie! Junge, ich wünschte, ich hätte so wenig Gehirn wie du. Lol. Sollte keine Beleidigung sein. Tja, ich rette dann mal lieber die Welt. Ja, okay. Ah, übrigens, ich habe nebenbei mal den Namen der Nulli gegoogelt. Ist eine Gelehrtenfamilie, die vom 17. Jahrhundert bis heute viele Wissenschaftler und Künstler hervorgebracht hat. Und unten unter Sonstiges, die Fantasy-Figur Bernard Bernoulli, die Hauptfigur, ja, das ist angelehnt eben an diese Familie. Das ist interessant. Aha. Oh, was macht er denn da Schickes? Das sieht aus, als wenn er sein Auto reparieren will. Erschreck mich nie wieder so! Warum trägt der Team machst du das da? Keine Ahnung. Ich hab mich ausgeschlossen. Aha. Machst du da im Kofferraum? Warum öffnest du den Kofferraum, wenn du ausgesperrt bist? Ich hab da Ersatzschlüssel drin. Yeah. Da sind wir keine haben Schlüssel im Auto. Vielleicht können wir die ihm abdrehen. Um ehrlich zu sein, habe ich sie verloren. Hier, vielleicht sind das deine Schlüssel. Wo? Gib her. Danke, Freund. Hier nicht, ne? Behalt die Brechstange. Danke, oh, cool, Miss Kentermann. Jetzt kriegt er dieses Ding nicht auf. Wer trägt denn auch schon so viele Schlüssel mit sich rum? Oh mein Gott. Vielleicht dieser. Na gut, dann gehen wir wieder rein. Oh, hier, Briefkasten. Aufmachen, Post angucken, fremde Leute und so, ne? Genau. Postgeheimnisse. Nix. Er ist leer. Genau wie mein Gehirn. Gehen wir mal wieder rein, wa? Was kann man mit der Brechstange halt? Neue Nachrichten. Tentakel hilft. Smaragd zurück, Bürgermeister. Wow. Mensch. Unglaublich. Dass es nicht auffällt, dass es ein Tentakel ist. Es scheint normal zu sein in der Welt. Ja. Du, wir haben es eben mit der Gabel versucht. Versuchen wir es jetzt mal mit der Brechstange, wa? Oh ja. Ja, ping, bockt da immer gegen und dann ist offen, ist klar. Benutze. Oh, nee! Oh. Ich sag euch, wie das satt ist. Ja. Zumindest haben wir einen Groschen. Ja. Und wofür haben wir den ersten Groschen verwendet? Ah, für die, ja, hier, ja, für die. Rektaluntersuchungsmaschine. Ja, genau, für die. Na, wo willst du deinen Hamster noch alles reinstecken? Gar nicht mehr, nirgendwo. Vielleicht in die Süßigkeitenmaschine da oder so, keine Ahnung. Gut. Nein. Nö. Braucht er heute nicht. Hat er Pech. Hat er Glück, bitte. Versuch's mal damit. Tut mir leid, dass ich dir das antun muss, aber es ist zum Wohl des ganzen Planeten. Ja! Du Sadist! Ja! Meine Sachen haben wenigstens nicht funktioniert. Du Sadist! Das war nicht. Bewusst. Was? Ich will das Elend nicht angucken. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Geh bloß da weg. Jawoll. Hier, Kleiner. Ja, hier, rüttel den Typen mal da runter. Ich rüttel ihn mal wach. Ich will den Pulli haben. Der passt bestimmt nicht. Flash! Lebt er noch? Ah, okay, jetzt zockt er. Ja, ich schenk dir mal so ein zum Geburtstag. Bäh, tropfnass. Tropfnass. Ja, dann scheint da nichts mehr Interessantes zu sein. Der Massagefinger, okay. Ja, hallo. Ich will ihn hier gar nicht vorstellen. Was haben wir denn jetzt? Ich meine, wir haben hier noch Kaffee. Kaffee, ja eben. Der Typ im Keller hat doch da einen Kaffee gesüffelt. Vielleicht können wir die Tasse irgendwie austauschen oder weiß ich nicht was.
ihm die Kanne in die Hand drücken. Hier, trink mal das Zeug. Ist gut für dich. Okay, entkoffiniert, ne? Koffeinfreier hilft dir nicht. Ach Quatsch, den säuft. Danke. Das brauchte ich jetzt. Na, nichts passiert. Das ist mal guter Kaffee. Ja, ist klar. Jetzt kommt das braune Wasser. Danke. Oh, guck mal, die Musik ändert sich. Das brauchte ich jetzt. Gute Nacht. Muss den Safe öffnen. Muss den Vertrag unterschreiben. Muss es für die Familie. Ja. Hoch, hinterher. Ja, natürlich. Mein Gott. Na, hoch, habe ich gesagt. Wo ist er hin? Weg. Aber kam dir das Bild da hinten in dem Office? Mit dem Office, vielleicht ist da ein geheimer Safe hinter dem Bild. Da, tatsächlich. Ja, wir rühren wieder weg. Gott, wie schnell die Rede. Ah, da ist der Vertrag drin. Schnell nehmen. Ja. Ey. Warten wir, bis er die Tür aufmacht und wir nehmen den dann. Er hat fast meine Hand abgeschlagen. Okay. Ich habe gehört, es sei nicht gut, einen Schlafwandler zu wecken. Kommt irgendwas dazwischen? Knallen zwischen Tür und Angel da, dass das nicht zugeht? Gabel oder Kurbel oder weiß ich nicht was? Die Brechstange, genau. Besser nicht. Warum nicht? Naja. Tja. Also ich glaube, hier kommen wir erstmal nicht weiter, oder? Ich wüsste jetzt auch nicht wie. Wollen wir uns denn um den Dicken kümmern? Können wir gerne machen, der ist auch noch da. Der Dicke war's. Der Dicke und der Belgier. Stark. Da würde ich eher einen Baum benutzen. Das wäre die Damentoilette, by the way. Okay. Ich will nicht. Oh, er will nicht. Dann halt nicht. Na? Links oder rechts? Ach, geht noch nach rechts, dann gehen wir nach rechts. Also sieht jedenfalls weitläufig hier aus. Sag mal, ist das nicht der... Der Dings da? Ben Franklin, ist das der mit dem Strom oder so? Franklin, Ben Franklin. Aber guck mal, schon bald bekannt als der Erfinder der Elektrizität. Ja, dick wie... Kennst du Red Edison? Er ist auch Wissenschaftler. Red Edison? Mensch. Ein Wissenschaftler? Gar nicht aufgefallen. Er ist nur ein Wirt, der Wissenschaftler spielt. Und er ist in beidem nicht besonders gut. Ich verstehe nicht, warum Washington und Jefferson sein Lokal zum Schreiben unserer Verfassung gewählt haben. Was machst du da, Dude? Was machst du da? Während wir uns unterhalten, versuche ich, die Kräfte des Himmels für mich zu gewinnen. Ja. Wenn es klappt, werde ich der mächtigste Mann der Erde sein. Nein. Ja, ist klar. Du bist verrückt, Ben. Ha, das haben sie auch über den Mann gesagt, der das Fernglas erfunden hat. Warst du das nicht? Du, scheinbar. Gute Frage. Ich glaube, sie hatten recht. Ich bin, nee. Ja. Ich bräuchte etwas Power für meine Zeitmaschine, damit kann auch ich so bräuchte sein. Etwas Power für meine Zeitmaschine. Bald wird genug Power für alle da sein. Es gibt doch keine Zeitmaschinen. Sicher? Das ist mein Projekt für den nächsten Sommer. Nächsten Sommer ist klar, mach ich auch. Ich weiß, was du nächsten Sommer tun wirst. Meinst du nicht Entdecker der Elektrizität? Ja, schon. Meintest du nicht der Entdecker der Elektrizität? Du meinst, die ultimative Kraft des Universums liegt unter einem Stein und wartet nur auf mich? Ja. Ha. Immer. Ich, Ben Franklin, werde die Urkräfte aus dem Himmel herbeibeschwören durch meinen Genius. Brauchst du einen Assistenten? Jo, machen wir hier. Vielleicht brauchst du noch einen Assistenten? Millionen liegen mir zu Füßen und betteln, mir dienen zu dürfen. Ist klar, wo liegen sie denn? Ich sehe sie nicht.
Brauchst du jemanden, der das Licht organisiert? Brauchst du jemanden, der das Licht organisiert? Ich brauche kein Licht, weil mein Körper durch die Kraft des Himmels leuchten wird. Ja, du wirst ganz schön verstrahlt sein, Meister. Denk mal auch, weil er vom Blitz getroffen wird. Soundcheck! Brauchst du jemanden für Soundchecks? Ich brauche nicht gecheckt zu werden. Wie du siehst, bin ich vollkommen gesund. Ja. Nur ein bisschen fett. Mhm. Brauchst du jemanden für das Schlagzeug? Brauchst du jemanden, der das Schlagzeug einpackt? Wer braucht ein Schlagzeug, wenn ich den Klang des Donners haben kann? Hat er recht, das ist ein richtig guter Bass. Könnte ich mal Ihren Drachen steigen? Könnte ich mal Ihren Drachen steigen lassen? Einen Drachen steigen. Nein, danke. So gut kennen wir uns noch nicht. Halt sie fest, denn du lebst ja nicht vom Moos allein. Ich könnte ja die Bühne einreißen, Dude. Ich könnte ja die Bühne einreißen. Thors mächtiger Hammer wird alles einreißen, was ich will. Kann ich nicht die Schnallen hinter die Bühne lassen? Ha, die kommen auch so, ob du willst oder nicht. Ich nicht mehr? Ja, nee, ich hab kurz was getrunken. Achso, ich wollte gerade sagen, der Sound war auf einmal weg. Normalerweise höre ich immer ein leichtes statisches Rauschen. Ja, das war meine Zaubertaste. Okay, gut, mach das nie wieder. Ich kann dich aufbauen, wenn es dir mal schlecht geht, Dude. Ich kann dich alles aufbauen, dabei, wenn es dir mal schlecht Koks, geht. Gummibärchen. Nein, danke. Wir Franklins haben uns immer selbst aufgebaut. Ich hab jeden Scheiß. Vielleicht könnte ich beim Drachen helfen. Da ich wohl doch nicht der mächtigste Mann der Erde bin, könnte ich etwas später wohl Hilfe gebrauchen, wenn ich dieses Ding nochmal starte. Okay. Bei ihm Stein im Brett. Was wohl Red dazu sagen würde? Wer kümmert sich schon um so etwas? Ja. Ich brauche Red, um die Menschheit zu retten. Ich brauche Red, um die Menschheit zu retten. Also ist er jetzt Missionar, was? Warum auch nicht? Es kann ja nur besser werden. Also, wo ist Red nun? In seinem Geheimlabor natürlich. Wo denn sonst? Kann es ja nicht so geheim sein, wenn er weiß, dass es ein Geheimlabor gibt. Ja gut, dann sind Sie nicht der 100-Dollar-Mann. Sie nicht der 100-Dollar-Mann? Der 100-Dollar-Mann? Nicht schlecht. Ja, ich würd mal gehen. Man sieht sich. Tschüss. Weiter so. Das Haus erinnert mich ein bisschen am Wagen. Okay. Das Haus erinnert dich an was? An was denn? Er ist total verschmutzt. Weiß ich noch nicht. Will ich gleich sehen vielleicht. Vielleicht auch nicht. Langweilig. Wie kommt dieser Eingangsbereich so interessant vor? Ja, das Geländer und da. Das sieht aus. Ein Brief! Unglaublich. An. Sie sind brillant. Was für ein Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Ha. Okay. Gehen wir einfach mal in das Haus, was zufällig aussieht wie das Haus aus der Vergangenheit. Du meinst aus der Gegenwart. Ja, ist dasselbe. Ach, guck mal. Mumie. Cool, der Portier ist eine Mumie. Was denn los? Keine Lust auf Reden, was? Schweigegelübde oder so, richtig? Hey, das ist cool. Cool. Ich habe etwas für Red Edison. Weißt du, wo ich ihn finde? Toller Hut, Mann. Drei Ecken hat mein... Dein Hut, der hat drei Ecken. schade. Ich mag Pyramiden, verstehst du? Ich mag die Pyramiden, verstehst du? Ich habe gehört, Pyramiden haben seltsame Energien. Wow! Schön, mit dir zu sprechen. Okay, gut, dann lassen wir das. Wenn das dasselbe Haus ist wie aus der Gegenwart, dann dürfte hinter dieser Uhr dort wieder der Geheimgang sein. Kann man sogar... Geschlossen. Ha.
Ach. Ist er doch. Hey! Was gibt's? Was gibt's? Du kommst mir bekannt vor. Natürlich tue ich das. Ich bin Red Edison, der Begründer, um nicht zu sagen der Besitzer dieses Gasthauses. Vielleicht wow. hast du mein Bild mal in einem wichtigen Journal gesehen. Nein. Oder vielleicht nee. Auch nicht. Ich habe dein Bild aber woanders gesehen, an irgendeiner Wand hängen. Ah ja, das kann sein. Kennst du Ben Franklin? Franklin? Mit dem würde ich nie zusammenarbeiten. Er hatte eine blöde Idee über Brillen mit einem grünen und einem roten Glas. 3D. Genial. Was machst du da? Ich erfinde, du Dummkopf. Wonach sieht das sonst aus? Ich kenne jemanden, der sieht aus wie du. Tja, es ist keiner meiner Söhne. So viel ist sicher. Es sieht danach aus, als wäre ich, Red Edison, größtes Genie meiner Zeit, der letzte in einer langen Tradition von Erfindern. Meine nicht auseinanderzuhaltenden Söhne haben sich entschieden, Künstler zu werden. Ich glaube, es war jetzt Idee. Oder war es nett? Wie auch immer, der Linkshänder war's. Muss schlechtes Blut von ihrer Mutter sein. Okay. Was erfindest du? Das ist ein neuer sitzunabhängiger Schließmechanismus, basierend auf einer Kreisgeometrie. Was? Hä? Okay. Was erfindest du? Das ist ein neuer sitzunabhängiger Schließmechanismus, basierend auf einer Kreisgeometrie. Ja, was auch immer du sagst. Bis später dann. Vielleicht, wenn du deine Haare kürzer schneidest. Tippi! Metal. Aber guck mal, wir haben ja hier die Batterie, ne? Geben wir den Mist mal. Keine Ahnung. Super Batterie, was? Brillantes Design. Manchmal staune ich selbst über mich. Jetzt brauche ich noch Öl, Essig und Gold. Wenn weiter nichts ist. Wo kriegen wir Öl, Essig und Gold her? Gute Frage. Na, guck mal hier, Hammer. Sieht wie ein normaler Hammer aus. Hammer. Aber ich bin ja kein Wissenschaftler. Aha. Ne? Du weißt, Regel. Dass das ein Linkshänderhammer ist, oder? Ich habe ihn erfunden. Er war für meinen linkshändigen Sohn. Ach ja. Ach ja. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist, ne? Immer ein paar. Hey! Nur Angestellte dürfen den Laborkittel benutzen. Schade. Hätte ja sein können. Hätte ja funzen voll mit Plänen und Müll. Toll. Nehmen Pläne und Müll. Das kann ich nicht nehmen. Tschüss. Rede. Nee, gut, redet ihr nicht. Gehen wir erstmal wieder nach oben. Jupp. Nach ganz oben, wa? Nach ganz oben, ja. Und, ja, machen wir an dieser Stelle mal eine kurze Pause, oder? Einen kurzen Cut, genau. Richtig. Uns refreshen können und mit neuen Energien und positiven Vibes in die zweite Runde starten können. In diesem Sinne, du bist der Host der Show, ich darf es gar nicht sagen. Ja, in diesem Sinne bis gleich und tschüss.